Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder Bloons Tower Defense 5. Und wir versuchen es heute nochmal auf Hard. Und zwar Sandwüste, glaube ich, heißt es. Ich habe schon wieder Sandsturm im Kopf, warum auch immer. Jo, versuchen wir heute unser Glück. Unser Glück hört sich negativ an, ich weiß. Aber naja. Wir werden es probieren, hört sich auch negativ an. Ich weiß. Wir werden es schaffen. Na, endlich haben wir das Richtige. Wir werden es schaffen. Hat ein bisschen gedauert heute. Die Motivation ist irgendwie nicht so ganz vorhanden. Ich bin einfach von dieser Strecke... Habe ich gesoffen? Von dieser Strecke hier geschockt. Sie ist wirklich schwierig. Ihr könnt es gerne mal auf schwer spielen. Wie gesagt, ohne das Double Upgrade. Ja, weil das ist ja asozial. Und dann schauen wir mal, wie ihr zurechtkommt. Also, da werdet ihr dann sehen. Ja, okay. Man kann Respekt haben vor der Strecke. So. Aber ich werde jetzt nochmal was anderes probieren. Wir werden das jetzt mit der Bananenpalme hier, wie heißt die Banane? Bananenplantage probieren. Aber die kaufen wir ein bisschen später. Und ich habe es mir mal ausgerechnet. Ich würde sagen, so um die 20 Runden braucht man, bis die inklusive der Upgrades, ab dann wieder 20 Runden, bis das einmal sich rentiert dann. Das heißt, es dauert schon ein bisschen. Nach 10 Runden ist das nichts. Das heißt, wenn ich 20 Runden renne, wenn ich sie bis zu 65. kaufe, habe ich einen Null-Effekt. Wenn ich sie bis zu 45. kaufe, habe ich schon einen positiven Effekt. Und bei der 45... Wow, 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 wow. Genug gequatscht, der wäre fast durch hier. So eine Sau, habt ihr das gesehen? So ein Schweinepriester. Der wäre uns fast durch, der Pfurzer. Das gefällt mir hier gar nicht. Das war knapp. Vor lauter Gequatsche wäre uns der Scheiße hier fast durch. So, wir müssen hier nachlegen, das sehe ich jetzt schon. Oh, es geht sich aus. Könnte sich ausgehen. So, aber jetzt wird es hartfähig. So, jetzt heißt es nachlegen. Dreimal nachlegen. Ist ja kein Problem, Leute. Das machen wir doch gerne. So, schön in die Mitte hier. Und jetzt brauchen wir Tower. Tower, Tower, Tower. Denn ohne Tower gibt es keine Power. Ja, ich weiß, der reimt sich so halbwegs. Wir müssen das hier upgraden. Und zwar Dali Bagali. Die Runde muss ich nur überstehen und dann geht's klar mit dem Upgrade. So, jetzt wird's aber... Okay. Hops, hops. Da geht keiner durch von euch Säcken. Das erlaube ich einfach nicht. Aber ist ja kein Problem. Dazu haben wir ja dieses Extra hier. Und eine gewisse Anzahl haben wir auch free. Ja, da kann man damit leben. So, jetzt schauen wir mal ein bisschen... Oh, 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 oh. Ho, 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 ho. Ho. Und ho. Passt mir überhaupt nicht. Sind die frech oder was, Leute? Sind die frech? Solche Schweinebrüder. So, wir nehmen das Upgrade. Größere Specs. Wir haben es nur unter Kontrolle. Es ist ein gewisses Risiko, was ich spiele, aber wir haben es nur unter Kontrolle. Es läuft, es läuft, es läuft. Ich werde so gut es geht machen. Also, dass wir das schaffen. Dann schauen wir mal. Ein bisschen mehr Spikes wären schon fein, das heißt 47, das sollten wir jetzt mal auf die Schnelle investieren. Mal schauen, was kostet die Palme hier? 1080, oh, es geht. Wave 17, so, da kommen wir auch noch klar. Wave 18, ich versuche jetzt die Palme hier zu nehmen. Orientiert sich das schön. So, das haut hin. Die stellen wir hier hin. Oh. Nachlegen, aber ist okay. So, mehr Kohle. Aber wir müssen jetzt wirklich mal upgraden hier. Ich darf mir nicht so viel Zeit lassen, sonst wird es hier kritisch. Wir brauchen 47. Das sollten wir bald schaffen. Jetzt kriegen wir hier auch durch die Palme ein bisschen was. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Oh! Habt ihr diesen Schweinepriester gesehen hier? Oh. Oh, 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 oh. Da sind uns noch zwei durch. Solche Hunde. Falsch. Da will ich nicht hin. Da will ich hin. Aber... Ja, der gibt uns ja wieder Leben zurück. Und somit haut es hin. Oh, wir sind schon bald wieder auf unseren 100. Und ja. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir... So, schauen wir mal. Dass wir hier gut klar... Oh. Oh,
Wow, wow. Man muss mal wirklich aufpassen hier. So, ich nehme jetzt das, dann kriegen wir auch mehr Leben wieder zurück. Aber wir sollten die Spike Factory jetzt dringend upgraden. Denn mit Zebras ist nicht zu spaßen. Definitiv nicht. Wir nehmen das Upgrade, das und das und das und das, das, das. Okay, das geht. Noch was in die Mitte. So, das geht so raus. Ist schon knapp hier. Aber es läuft noch. So, mit ein bisschen Nachlegen geht es auf jeden Fall. Aber das geht nicht so weiter. Wir brauchen hier das Upgrade hier. Aber das wird sich bald ausgehen. Das wird sich bald ausgehen. Kein Problem. Ein bisschen langsamer. Und wir haben es. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt müssen wir aber wirklich towermäßig was machen. Sonst geht es hier auf dem Latzus. Gut, die Stahldinger, das sind jetzt nicht mein Riesenproblem. Was können wir denn tun? Jetzt lasst mich überlegen. Welchen Tower nehmen wir denn? Der wäre sicher auch nicht schlecht. Ne? Was haben wir denn vorher gemacht? Die Kanone, genau, Leute. Die Kanone. Schön auf den stärksten und auch ein schönes Upgrade. Upgrade hier, und jetzt brauchen wir 87. Ja, wir kommen klar, aber gemütlich ist natürlich nicht hier. Das ist das. Aber es geht, es geht. Wir kommen nur klar. Wave 33! Nehmen wir mal das Upgrade hier. Wave 34! Was auch super ist, ist dieses Upgrade hier. Das wird uns jetzt viel helfen, weil dann ploppt er zweimal. Das hilft mit Sicherheit, Leute. Und so ein... jetzt bin ich ein bisschen draus wegen der Bloons. So ein Bloon-Chipper, der würde natürlich auch helfen. Ho, ho, ho. Das mit Nachlegen-Aktion hier. Wir nehmen das hier, dann gibt es mehr Spikes. Sowas hilft auf jeden Fall. Jawohl. Wave 37. Mir würde es ehrlich gesagt besser gehen, wenn ich langsam die dicken Spikes hier kriege. Das heißt, die werden wir jetzt nehmen. Denn da will ich nichts riskieren. Dann geht's mal ein bisschen besser. Kann man ein bisschen aufatmen. Ja, ihr seht, es war eine gute Entscheidung, was da alles runterkommt. Respekt. Also, da geht's ab. Aber wenig ist es mit Sicherheit nicht. Was haben wir noch? Okay, wir müssen den hier upgraden. Ich brauche den Stun. So, Geld sparen jetzt sozusagen. Alles runter, was irgendwie Damage macht. Wave 40 und wir können ihn upgraden. Jawohl, der ist wichtig. Der ist wichtig. Seht ihr, da hilft es gleich besser. Besonders bei den Dingern hier, bei den Keramikdingern hier, war das jetzt bitter nötig. Und er ist da, der Bloon-Chipper. Und gleich upgraden. Der darf gleich mitmischen hier eine Runde. So, sauber upgraden noch. Zack. So, jetzt warten wir auf 87. Jetzt macht er gleich Doppeldamage. So, und jetzt können wir mal ein bisschen relaxen wieder. Wave 42. Ich sage jetzt nicht volle Wäsche relaxen, aber ein bisschen. Wave 43. Allerdings, der Glugan wäre auch jetzt nicht so die schlechte Lösung. So, ich riskiere es aber, dass wir das jetzt nehmen. Dann kriegen wir mehr Kohle. Aber wir dürfen nicht zu gierig sein, wir müssen auch in Tower ein bisschen was investieren. Das heißt, jetzt geht's ab in die Tower und nicht mehr in die Bananenplantage. Aber wir kriegen auch schön Geld jetzt zurück, das heißt, es hilft schon. Wir müssen das da mal gegen die Camouflax hier nehmen, das Upgrade, das ist jetzt dringend nötig. Und dann schauen wir weiter. Das ist Wave 45, nächste kommt der Boss, die werden wir einfach kommentarlos jetzt in unser gehen lassen sozusagen. Der geht unten in die Spikes rein, das wird nicht das Problem. Und dann überlegen wir, welche Tower wir noch nehmen. Ich würde sagen, den hier ist sicher keine schlechte Lösung. So.
So, Boss kommt. Wir haben einige Spikes hier, du. Samt, wer fast durch, der Scheiße. Wie sieht's hier aus? Das Boss-Upgrade brauche ich noch. Wir nehmen den hier. Den geben wir hier hin. Der soll auf den letzten oder ersten. Jetzt muss ich. Der soll die stärksten immer zurückholen. Machen wir es so? Ich glaube, das ist besser die Lösung. Und er macht auch schön Damage hier. Und jetzt kriegt er auch den Wirbelwind, sodass er sie zurückhaut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft. Jetzt können wir wieder ein bisschen Geld verdienen. Ein, zwei Runden. 8 und 49 wären hart. Besonders die 49er. Ja, muss man schauen, muss man schauen. Eventuell das Boss-Upgrade kaufen. Ich weiß nicht. Einen Glugan wäre sicher auch nicht verkehrt. Zumindest mal das Medium-Upgrade, dass der ein bisschen hier... Hast du schon Super-Affen? Ja, das ist eine Ansage, die hilft. Wir könnten aber auch einen Super-Monkey einfach nehmen und scheißen auf den Gluganger. Zumindest vorübergehend. Und das werden wir auch tun. Ich gebe den hier hin, dass er alles ein bisschen erreicht. So. Werden wir den Super Monkey früher nehmen? Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. So, den werden wir natürlich gleich ausrüsten, so gut es geht. Und auf Range kriegt er auch. Dass er auch ein bisschen wohin trifft, sozusagen. So, nochmal Range. So, und jetzt müssen wir wieder auf Geld warten. So, jetzt kann er oben nämlich auch ein bisschen mitmischen, Wave 50. Er soll immer auf den letzten gehen. Ich glaube, das ist die Standardeinstellung, jawohl. So, dann geht er natürlich, schießt er voll daneben. Wo schießt denn der hin, Mann? Ja, es geht so weit. Wenn sie gestunt werden, geht es natürlich richtig gut. Aber auch so trifft er halbwegs. Wir haben immer noch nicht das Boss-Upgrade, das muss man mal sagen. Das ist jetzt auf jeden Fall fällig. So, die Bosse sind jetzt im Roger, im Einsaug-Roger. Da kommt jetzt ordentlich was, aber wir haben es unter Kontrolle. Es geht. Welle 52, dann ist der Super Monkey wieder dran. Also ich glaube, der Super Monkey ist jetzt nicht die schlechteste Option, die wir hier gewählt haben. Ein Gluganer, ja, können wir nachher auf jeden Fall auch noch nehmen. Ich schau mal, wie viel brauche ich. 4,8, ja, das geht gleich. Kriegen hier gut Kohle. So, gleich haben wir es. Dann wird wieder geupgradet. Jawohl, so, zack. Das bringt es auf jeden Fall auch. Es macht halt ein bisschen mehr Damage und genau diese Damage ist wichtig. Wir werden die rechte Seite nehmen, weil sonst macht er uns eh alles hier kaputt. Also, Wave 54. Wir könnten jetzt den Glugunner noch nebenbei hier hinstellen. Das hilft mit Sicherheit auch. Den geben wir hier hin. Hier nehmen wir mal das rechte Upgrade. Der kriegt einmal das Medium Upgrade. Auf den stärksten bitte. So, ein bisschen warten, wenn wir Kohle haben, aber das wird jetzt zackig gehen. So, komm. Jawohl, so, jetzt macht er Massenkleberei. Wave 54, Leute. Also so geht's ein bisschen besser jetzt. Einen zweiten Blumenchipper wäre sicher nicht schlecht wegen der Bosse. Aber zuerst Richtung Auge. Weil, oh, da kommt viel. Weil, das macht erstens Damage und wir kriegen mehr Kohle. Also das hat doppelten positiven Effekt. Das dürfte auch ganz gut gehen, dank der Bananenplantage hier. Können wir jetzt gut Kohle ernten. Wave 57. So, wir ernten jetzt eigentlich nur mehr Kohle im Moment. Wave 58, 59 ist wieder giftig. Da muss man wieder was machen. Also so einen sicheren Stand haben wir hier auch. Da muss man schon aufpassen. Dann schnell was durch, wenn da so ein Stoß kommt. So. 10,8 brauchen wir. Und jetzt wieder in Tower investieren. Der Super Monkey hat hier wirklich einiges zu tun, aber noch haben wir es unter Kontrolle, das muss man sagen. Noch ja. Wie sieht es denn hier aus? Ein zweiter Blumenchipper haben wir gesagt, der würde sehr viel helfen. Das machen wir auch. Immer schön den stärksten einsaugen. Zack, zack. So, Boss Upgrade muss noch warten. Das ist aber nicht das Problem. Jetzt den roten hier, den kriegen wir schon unter Kontrolle. Jawohl, da kriegen wir schön Kohle hier mit dem Upgrade und der Dings da. Dann werden wir auf die 12.9 hier hingehen. Oh, da kommt jetzt was. Ah, noch geht's. Ich spare mir jetzt dieses zweite Boss-Upgrade. Zuerst der hier, das ist jetzt wichtiger. Falls das überhaupt so weit geht.
Super Monkey, du machst einen tollen Job, das muss man sagen. Der rettet uns richtig den Arsch hier. Wave 62. Es ist Hardcore. Ich will das da nicht kaufen. Ich will das jetzt lieber in Tower investieren, weil wir brauchen wirklich mehr Power hier, sonst kommen wir nicht klar. Das geht so nicht. Wir brauchen mehr Power. Wir könnten noch einen Super Monkey ein bisschen upgraden. Vorher. Why not? So, die nächste Stufe wird schwer, Wave 63. Aber wenn wir schon die Ansage kriegen. Oh! Fuck, da Hund die Wandern. Gott sei Dank hat der das zurückgehaut hier. Das ist jetzt Hardcore. Da heißt jetzt wirklich aufpassen. Ah, oh, ist das ungut. Wenn der die nicht stunt, dann haben wir ein richtiges Problem. Wir, weiß ich nicht, ich spare nur ein bisschen auf den hier und falls es nötig ist, können wir spontan den Superman klären. Im Moment geht's. Im Moment geht's nicht. Ah, oh, da kommt was runter, Leute. Holy shit, aber wir haben gleich das Auge und dann haben wir wieder ein bisschen Luft. Wave 64. Auch das Auge! Saugt die Bosse ein, Leute! Okay, wir gehen ins Nachlegen. Oh, oh, oh. So, das war nötig hier. Aber das Auge kriege ich dafür gleich. So, wir haben es. Gott sei Dank. Immer auf dem stärksten, Junge. Immer auf dem stärksten. So, ein bisschen Luft haben wir wieder. Ich kann atmen wieder hier. So, wir sind in Wave 65. Also es läuft so halbwegs. Oh, ihr seht's, selbst hier kommt schon ein bisschen was durch auch. Aber wir haben es noch unter Kontrolle. Das geht noch, das geht noch. Was wir jetzt machen können, ist das Boss-Upgrade. Wir brauchen da ein zweites. Das funktioniert nicht mehr alleine hier. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Wir haben es. Wave 66, dann werden wir das hier nehmen, dass wir noch ein bisschen mehr Kohle kriegen und dann lassen wir das so stehen. Als nächstes ist der Superman gefällig, dass der noch mehr reinhaut. Ich muss noch ein bisschen mehr reinhauen hier. Und dann passt es. Und dann kommen noch ein paar Bossal. So, das nehmen wir noch. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zockerandi von Gameplay Deluxe. Tschüss!